gerade kandidiere ich tatsächlich auch in meiner Stadt zur Oberbürgermeisterwahl. What? Ja, voll süß, komm mal wieder zurück. Halt deine Fresse, ich komm nie wieder zurück in die Uni, Walla. Meinen Arsch kriegst du nie wieder in ein Vorlesungssaal. Hast du es auch so offen und ehrlich mit ihm kommuniziert? Nee, boah, ich hab noch ein bisschen nicht geantwortet so und dann... Ja, war komisch. Hi, was geht ab, Jan und Venoms? Willkommen bei Parshads Hotline Bling. Ich bin sehr gespannt. Heute wieder mal seid ihr am Apparat. Ihr ruft gleich an. Wir reden über alles, was euch so beschäftigt, bewegt, was euer Herz gerade so alles durchmachen muss. Vielleicht auch eine lustige Geschichte. Vielleicht etwas, worüber ihr unbedingt sprechen wollt mit mir oder mit der Community. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr heute mit mir teilen werdet. Deswegen, let's fucking go! You used to call me on my cell phone. Late night when you need my... Parshads Hotline Bling. Hallo. Hi, hi, wie heißt du? Hi. Sophia. Sophia, geht's dir gut? Du bist krank, habe ich gehört gerade. Was hast du? Ich bin erkältet, ich habe keine Ahnung, was ich habe. Warst du beim Arzt, Sophia, oder? Ja, ich war beim Arzt, aber es ist halt immer, ich arbeite zu viel. Gerade kandidiere ich tatsächlich auch in meiner Stadt zur Oberbürgermeisterwahl. What? Darf ich fragen, welche Stadt? Heidelberg. Heidelberg? Sophia? Heidelberg, Bürgermeisterin 2022, 23? 22. Und zwar jetzt. November 6. Sophia, Heidelberg. Mein Herz, ist es das, was du mitgebracht hast in dieser Seelsorgen-Hotline heute? Oder what's up? Es ging halt auch viel mehr um diese Welt, dass wir auch in Kommunalpolitik, merke ich, man muss aktiv werden, damit wir halt nach draußen viel mehr Impact machen können. Mhm. Und deswegen ist halt voll wichtig, wenn wir alle aktiver werden, das Wichtigste ist, dass man mit Herz und Kopf da rausgeht und zusammenfindet. Du wünschst dir einfach mehr politische Teilhabe der BürgerInnen hier in Deutschland. Habe ich es richtig verstanden? Ja. Und auch mehr hinsehen, mehr tun. Ja, ich verstehe sehr gut, was du meinst. Heute habe ich auch gerade nicht so die beste Laune, Sophia. Gerade wegen dem, was auf dieser Welt abgeht und vor allem mit der Situation gerade im Iran. Gestern Abend hatte ich wieder ein sehr, sehr, sehr krasses Gespräch mit meiner Mutter, die einfach nur auf Freiheit für ihre Heimat und ihre Familie dort hofft. Und dann fragt man sich so, war das vielleicht unsere Ignoranz als Menschheit, die das hat Ganze so krass zum Überlaufen bringen lassen, wenn du checkst, was ich meine? Deswegen ist es auch wichtig, auch wenn Leute darüber so klagen und so müde sind und so genervt sind. Es ist wichtig, dass man trotzdem diesen Leuten auf die Eier geht und sagt, ja, aber wenn wir so ignorant sind und egoistisch sind, kann das und das passieren und so vielen Jahren kann Deutschland dann so und so aussehen. Wichtig ist, was du sagst, immer jeden Tag aufmerksam zu machen. Ich habe eine Frage, was möchtest du dann als Oberbürgermeisterin in Heidelberg spezifisch durchsetzen? Auf jeden Fall, dass alle eine Stimme bekommen, nicht nur EU-Staatsangehörige. Mhm. Ich möchte, dass in Heidelberg Mitbestimmung, also dass Demokratie wieder neu gelebt wird und dass jeder mitbestimmen kann in beiden Projekten. Geil, das ist Musik in meinen Ohren, Gänsehaut. Nein, aber auf jeden Fall, dass wir zusammenhalten, mitbestimmen, die Stadt mitgestalten, einem vor als ein Beispiel sein. Dann kann man das nach außen tragen und nicht nur Deutsche und nicht nur EU-Staatsangehörige, sondern alle. Alle, die da leben und die da Steuern zahlen und die da aufgewachsen sind. Perfekt. Und genau, alle und gegen Armut kämpfen, gegen Ausgrenzung. Schmeckt. Umweltschutz auf jeden Wirklich, Fall. Sophia. Fahrradwege. Sophia, werd bitte gleich Kanzlerin, okay? Kanzlerin jetzt, Sophia. 2000. Scheiß auf links Heidelberg. Scheiß auf, nein, ich liebe Heidelberg. Chill, bevor ich jetzt so Hate-Nachrichten von HeidelbergerInnen bekomme. Ich verstehe deine politischen Visionen. Ich feiere sie. Ich stehe dahinter. Und du bist auch nur krank, weil du gerade sehr großen Stress hast bestimmt. Ja. Okay, mein Herz, hat mich sehr, sehr gefreut. Pass auf dich auf, ja? Mach dir nicht so einen krassen Stress. Ja, auch, pass auf dich auf. Und bitte, wenn ich eine Rede von dir sehe, behalte diese Sprache, die du gerade hast, bei, ja? Mach nicht auf diese Dings trainierte. So ein bisschen, aber übertreib nicht so. Ich will auch nicht. Wir sollen ja Menschen bleiben. Genau. Mit Kopf und Herz. Super, super. Pass auf dich auf. Danke, du auch. Ganz viel Liebe, ganz viel Erfolg. Danke dir. Bis dann, Sophia. Ciao. Einfach gerade vielleicht gerade mit so einer zukünftigen Bürgermeisterin telefoniert und ihr gesagt, sie soll zum Arzt gehen. Wie als wäre ich Bürgermeisterin von irgendwo. Sehr witzig. Parshads Hotline Bling, hallo. Hallo. Hallo, wer ist am Apparat? Nenn mich BA einfach. Was beschäftigt dich, BA? Wieso callst du? Was geht ab? Ich bin 32 Jahre alt, Vater einer 10-jährigen Tochter. Jetzt knapp 3 Jahren alleinerziehend. Mhm. Jetzt seit 3 Jahren ist es so, dass meine Frau betrifft, die ist vor ungefähr 3 Jahren verhaftet worden. Okay. Ich sag mal so, man findet da halt wenig Ohr oder besser gesagt Freunde, die einen zuhören können oder dass sie auch Tipps geben können. Wenn du als Mann da rumstehst, dann heißt es erstmal so, ja, sieh mal zu, wie du zurechtkommst. Ja. Ihr habt ein Kind zusammen.
Jawohl. Eine Tochter, 10 Jahre alt. Richtig. Okay. Und dein Problem, Bea, ist, du musst das Vaterleben die ganze Zeit alleine handeln und machst es schon seit 2-3 Jahren. Genau. Wie geht's ihr denn damit? Also wie fühlt sie sich bei dir? Das ist nämlich die wichtigste und auch die einzig allein interessante Meinung. Das heißt, sehr, 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 sehr widerstandsfähig vom Psychischen her. Sie ist halt so stark, dass sie mich sogar stützt teilweise. Ja, ich erkenne sie aus. Ja, das ist unglaublich. Ich bin so stolz. Sie sagt so manchmal zu mir so, hey, Papa, das machen wir, das schaffen wir. Und wenn das von so einem Kind kommt, ist es erstens mal so, ach, das ist ein Kind, das soll sie da schon wissen. Aber in Wirklichkeit sieht sie die Sachen vielleicht mit einem anderen Blickwinkel. Und das pusht einen dann noch mehr. Und das hat, glaube ich, auch mich echt teilweise echt übelst auf den Beinen gehalten. Deine Tochter ist deine Energiequelle, BA. Das ist das Wichtigste und Schönste. Genau so, ja. Und das jetzt mittlerweile habe ich aber das Gefühl, ich vernachlässige sie. Ach so, du hast das Gefühl, du bist für sie nicht so stark, wie sie jetzt für dich zum Beispiel. Genau, richtig. BA, darf ich dir einen kurzen Rat geben? Ich bin keine Expertin, ich bin keine professionelle Hilfe, aber ich bin zum Beispiel selber eine Tochter, die ihren Vater nicht mehr hat, leider. Und ich habe selber voll viel mit Vaterkomplex und Verlustängsten bezogen auf männliche Bezugspersonen sehr, sehr zu kämpfen, seitdem ich 4 Jahre alt bin. Für mich in meinen Augen, allein wenn Väter auch nur ihre Kinder abholen oder auch nur umarmen, finde ich, sind das die größten Heroes auf der ganzen Welt. Du darfst dir keinen Druck machen, mein Lieber. Du musst dir immer denken, es sind die Kleinigkeiten, die sie für immer als Bilder in ihrem Kopf ihr ganzes Leben lang mittragen wird. Glaub mir, deine Tochter, Gerf, wenn sie schon so redet und sagt, Papa, wir schaffen das und wir sind füreinander da, dann hat sie das schon anerkannt, was du bis jetzt getan hast. Glaub es mir. Ja, das ist schöne Worte. Stay strong. Wirklich, Dankeschön. Ich habe dir gerade so zugehört und du hast so ein... Du redest voller Energie und deine Tochter scheint eine Löwin zu sein. Deswegen macht unbedingt zu zweit weiter so. Und die Kleinigkeiten reichen aus. Pass auf dich auf, mein Lieber. Ich muss leider weitermachen. Ich habe so viele Anrufe gerade. Ganz liebe Grüße an deine Tochter und ich wünsche dir und deiner Familie und an deine Frau auch ganz viel Kraft und ganz liebe Grüße. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Bei Parshads Hotline Bling. Wer ist hot, wer ist bling? Hallo? Oh, hi. Ich glaube, du hast ganz, ganz schlechten Empfang. Ich höre dich aber so richtig schlecht. Also du hast so richtig, wirklich von 1980 Empfang. Ja, es ist Bayern. Ach, Bayern. Er sagt, es ist Bayern, deswegen hat er schlechten Empfang. Hi, wer bist du? Jetzt höre ich dich besser. Ich bin Moritz. Hi, Moritz. Aus der Uni, falls wir uns noch kennen. Moritz, du bist mein Moritz, mein ehemaliger Uni-Kollege. Ey, Digga, tut mir leid, ich habe abgebrochen und mich dann nie wieder bei dir gemeldet. Das war wirklich, weißt du, dieser eine Tag, wo ich abgebrochen habe in der Vorlesung. Ich stehe auf, ich gucke euch alle an, ich sag, ey, ich komme nie wieder, ich bin nie wieder gekommen. Ganz ehrlich, ich hätte dich auch niemals bei Online-Uni gesehen. Wie geht's dir? Alles gut? Also ich habe ja eigentlich Semesterferien jetzt. Du hättest jetzt einfach mit uns im Winter Bachelorarbeit geschrieben, wenn du mal durchgezogen hättest. 4 Stunden lang ging diese Vorlesung. 4 Stunden lang hat der Professor erklärt, was WWW bedeutet. Ollum, World Wide Web. Können wir bitte weitermachen? Nein, er hat 4 Stunden darüber geredet. Bester Mann. Ich hab den Gehasst. Und was machst du jetzt? Ja, dummerweise. Ich dachte so, ja, okay, Ferien, mach nochmal Praktikum. Richtig dumme Idee. War er dumm. Ferien, mach einfach Praktikum in München. Du hast keine Angst vor Gott. Wirklich, du machst in deinen Ferien einfach Praktikum. Ja, ist wirklich so eine dumme Entscheidung. Machst du jetzt nicht Moderation irgendwo? Ich bin so Journalistenhau, weißt du so. Journalistenhau? Oh Mann, Moritz, ich vermisse dich. Ich muss gerade anfangen zu weinen. Aber eine Frage habe ich, Moritz. Vielleicht willst du es ja auch meiner Community beantworten. Seien wir ehrlich, so von 1 bis 10, wie Baba war die Zeit mit mir? Ja, war absolute 10. Also ehrlich, ganz Freunde fragen, ich sag jetzt noch, war richtig scheiße, dass du gegangen bist. Warum sagst du nicht 15 wenigstens, Bruder? Voila. Voila. Nein, du wärst doch richtig witzig. Leute, ich habe letztens eine E-Mail gefunden, die ich an meinen ehemaligen Prof geschrieben habe. Kennst du noch den Carsten? Bester Mann. Er hat nämlich gefragt, wo ist seine Arbeit, Parshad, ich will dir keine schlechte Note geben, bla bla bla. Und ich habe ihm so eine richtig sentimentale E-Mail geschrieben. Ich so, hallo Carsten, ich komme nicht mehr. Ich habe bei Enisa Armani unterschrieben. Ich hoffe, du verstehst mich und meinen Weg. Und ich komme nie wieder, aber ich danke dir für diese schöne Zeit. Und er hat so eine schöne Mail geschrieben. Wenn ich die finde, lasse ich die hier einblenden im Bild hier irgendwo.
Und glaub mir, dieser Prof Moritz, der hat mir nochmal den letzten Arschtritt gegeben. Aber diese eine E-Mail von so einem Professor, das war nochmal dieses, geh, mein Kind. Das ist so, mach Abla Gym. Was willst du in Dieburg? Was willst du für Online-Journalismus? Ja, voll süß, komm mal wieder zurück. Halt dein Fresse, ich komm nie wieder zurück in die Uni, Walla. Meinen Arsch kriegst du nie wieder in ein Vorlesungssaal. Nie, nie wieder, Walla. Ciao. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ich hab grad so ein Grinsen. Okay, ey, Moritz, ich muss dich leider wieder droppen. Du hörst von mir nie wieder Spaß. Genauso wie in der Uni. Okay, Moritz, ich küsse dein Herz. Pass auf dich auf und schöne Grüße an Jenny und Familie. Ja, danke dir auch. Viel Spaß noch. Dankeschön, mein Herz. Bis dann, Bruder. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Walla, ihr wisst, ich hatte mit den Jungen wirklich so eine lustige Zeit. Wirklich, wir haben uns so... Uni war nur schön wegen meinen damaligen Uni-Freunden. Paschatz, Hotline Bling, hallo? You used to call me on my cell phone, ey. Ich kenne die Stimme direkt. Erkennst du meine Stimme? Natürlich kenn ich deine Stimme. John und Benham, du warst Kandidatin bei mir bei The Love Doctors. John, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut, schön dich zu hören. Auf eine andere Basis, nicht diese Nightlife-Basis, weißt du, was ich meine? Wie läuft's in der Liebe? Was ging so nach der Show? Ihr habt euch doch super verstanden. Habe ich irgendwas verpasst? Wir haben danach versucht, Kontakt zu halten, aber... Ernst, nicht wegen ihm, der ist ja so ein süßer, netter Typ gewesen, aber diese sexuelle Anziehung war halt nicht da. Und das Ding ist, ich bin kein Mensch, der einfach gemein ist und dann straight so sagt. Deswegen, ich habe schon eine Chance gegeben, einfach weil zwischenmenschlich war der einfach cool und ich dachte, der ist ein guter Mensch. Also, weißt du, denke ich immer noch. Mhm. Aber ich bin halt einfach schlimm, was so dieses Antworten an generell am Handy sein und so. Wenn ich halt mit jemandem was aufbauen will, wo dieses Interesse von Anfang an von meiner Seite halt nicht dieses krass da ist. Hast du es auch so offen und ehrlich mit ihm kommuniziert? Nee, boah, ich habe da ein bisschen nicht geantwortet so und dann, ja, war komisch. Du musst Menschen so behandeln, wie du auch behandelt werden möchtest. Ich muss dir nichts beibringen und vor allem, ich bin nicht Oprah Winfrey oder keine Ahnung, die Allwissende und Beste und so, ich mache selber immer noch Fehler. Aber, also ich habe echt gedacht gehabt, nach The Love Doctors, ihr hättet noch Kontakt. Aber ich dachte, ihr werdet Freunde, mindestens. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht schlimm. Das hätte auch so sein können, weißt du? Aber das Ding ist, ich stehe mir da immer selbst im Weg. Aber du kennst doch uns Frauen, ich schwöre, jeder... Janne, verallgemeiner das jetzt nicht und sag jetzt uns Frauen. Es gibt Frauen, die auch offen und ehrlich kommunizieren und sagen, ey, da ist keine sexuelle Anziehung und das klappt nicht. Ja, die denken auch alle, die sind Chris Brown. Das finde ich ja so lustig, weil die wollen ihr Gesicht nicht zeigen und stecken, mein Bruder, du wohnst bei deinen Eltern. Aber, es ist nicht schlimm, wenn jemand bei den Eltern wohnt, Janem. Aber der soll mir nicht machen auf, ich habe 50 Frauen und 30 Villen. Ich küsse dein Herz, hat mich so gefreut, wieder von dir zu hören. Hoffentlich treffen wir uns in Frankfurt irgendwann mal auf einen Dings, normale Basis. I love you very much. Tschüss, tschüss, mein Herz, ciao. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten. Das war wieder eine weitere Folge von Paschatz Hotline Bling. Und was ich sagen wollte ist, Bruder, jetzt zeig mal bitte ganz kurz diesen Kaktus. Okay, Bruder, jetzt zeig wieder mich. Bevor irgendjemand schreibt, ey Paschatz, seit wann hast du Kaktusfetisch? Ich habe keinen Kaktusfetisch. Ich weiß nicht, warum das Team Kaktus geil findet. Ich finde Kakteen eigentlich ein bisschen gruselig. Weil das sieht ein bisschen aus wie so Dings. Schimmel. Bevor jetzt irgendwelche Kakteen-Liebhaber mich canceln wollen, chillt. Ich liebe Kakteen, die sind toll, super, nicht mein Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Paschatz Hotline Bling. Passt auf euch auf. Hi, was geht ab? Ich hoffe, du hattest viel Spaß bei dem Video. Abonniere unbedingt meinen Kanal, um keine weiteren Comedy-Videos zu verpassen. Check die letzte Episode von Hotline Bling ab und klick dich rein in das Video von Hype Culture. Da geht's darum, warum der BBL so ein Hype gewonnen hat.